Dann machst du das jetzt einmal durch. Du zeigst mir, dass du das viel besser kannst als ich, weil du das viel besser kannst als ich. Das habe ich überhaupt nicht behauptet. Nee, hast du auch nicht, aber ich sag das jetzt. Ich behaupte das. Das ist auch nicht sarkastisch gemeint oder sowas. Ich glaube, du kriegst das hin. Hast du das jetzt auch auf einfach oder hast du jetzt den... Ich habe so gelassen, wie es war. Also musst du okay. Eigentlich auf einfach sein. Was ist was? Was ist was, TV? Und wie lange nehmen wir schon auf? Oh! Wir hätten es in unter 47 Minuten geschafft. How long to beat hätten wir gebietet. So average. Ja. Wir sind halt over average. Du machst das übrigens bisher wunderbar. Vielleicht ja, ein bisschen langsamer dann ehrlicherweise, mhm. Aber. So ein bisschen diese kleinen Leichtsinnsfehlerchen von neuem. Ja. Das ist sonst so einschleichend. Ja! Nimmst du den auch mit? Wow, also jetzt mal ganz ernsthaft gesagt, es sieht sehr hübsch aus. Da hat jemand aus meinen Fehlern gelernt. Ach so, wie ich spiele, meinst du? Ja. Die Grafik. Ja, das auch. Also, ich finde das immer sehr schön, diese pixelige Grafik, wenn die sich so bewegt und alles. Also, gerade so die 16-Bit-Ära ist. Ja. Also, ich würde sagen, grafisch ist das. Das höchste. Ja, da irgendwo stehen und dann. Und am besten ein bisschen nach unten gucken. Dann passt das. Da wirst du dann nicht getroffen, dann hast du. Ganz easy game. Oh, einmal noch. Und. Gewinner. Ja. Hast immer noch zwei Leben da übrig. Ach, da unten sind die jetzt nicht. Ja. Das hab ich noch nicht gesehen. Lustigerweise. Hast du dir die immer gemerkt, wie viele du hattest? Nee, ich hab. Ja, keine Ahnung, was ich dachte. Plus 100 steht da immer. Klingt jetzt gar nicht mehr so viel. Wo? Ich glaube, ich nutze mal die Zeit, um nochmal zu erklären, warum spielen wir denn jetzt eigentlich nicht Pokémon Conquest? Ja, warum denn eigentlich? Weil ich habe. Durchaus gesagt, also wir können gerne mal, oder ich habe auch vorgeschlagen, wir können gerne auch mal was Kurzes nehmen. Wir müssen ja nicht unbedingt, genau, es kommt nicht auf die Länge an. Wir können ja auch was spielen, wo wir, wie hast du gesagt, nicht haufenweise Charaktere haben, zu denen wir uns dann auch noch Stimmen ausdenken müssen. Ja. Ja, ist halt so. Ja. Bei sowas wie Layton oder Isotope oder so hast du halt einen begrenzten Cast, aber das ist ja so unfassbar viele Figuren. Ja. Punkte! Ja, genau. Und dann haben wir uns so quasi drauf geeinigt, naja, wir spielen mal das, weil das ist ein schönes Spiel. Also, finde ich auch wirklich. Also, ich mag das sehr. Dass es halt eine begrenzte Levelanzahl hat, finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich bin tatsächlich ein Freund von Spielen, die man auch mal innerhalb eines Streams oder eben innerhalb einer relativ kurzen Aufnahme durchspielen kann. Ja. Ich finde, es sollte viel mehr Spiele kurze geben. Spiele sind 1 bis 3 Stunden. Ja, ja genau. Ja, finde ich auch. Also sagen wir mal, bei so Sachen, die in Richtung RPG gehen, wird es schwierig mit 1 bis 3 Stunden. Da bin ich auch dabei. Wenn die 10 Stunden gehen, ist okay. Also wenn man in der Zeit gut durchkommt. Aber auch da, Mut zum kurzen RPG. Ja, genau. Also ich finde zwar auch, man... Man kann nur eine begrenzte Story innerhalb von 5 bis 10 Stunden unterbringen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man am Filler-Content spart. Oh, sehr gut. Das war ein Zufall. Ja. Ich glaube, jetzt wird es vielleicht das erste Leben setzen, wenn ich den Berg hoch muss. Aber ey, du hast gerade so viele
Leben. Das ist unfassbar. Du hättest, glaube ich, auf normal mittlerweile spielen können. Aber zumindest, wir haben festgestellt, es sind wirklich nur die Dings gewesen. Die Continues, oder? Also es sah zumindest ganz danach aus. Aber du machst das so gut. Ja, jetzt, ich weiß, dass ich einfach hier drauf hüpfen kann. Ja. Wir hätten mal mit dir anfangen müssen und dann hätte ich nochmal gespielt. Ich bin gespannt, wie es dann gewesen wäre. Das ist das erste Leben, das ich gerade verloren habe. Nein, aber es macht nichts. Das ist... Ja, dann bleibe ich jetzt einfach hier. Ja, super. Also, der ist auch gut, taktisch klug stehen geblieben. Tatsächlich, ja. Ja, tatsächlich. Also für dich taktisch klug. Ja, für ihn nicht so. Kann ich da reinfallen, wo das Wasser ist? Nee, kannst du nicht, ist Boden. Ich hab's auch erst gedacht beim ersten Mal und beim zweiten Mal bin ich dann auch drüber gelaufen. Ja, aber ja, Mut zum kurzen Spiel. Bin ich auch voll dafür. Ich würde sogar sagen, kurzes Hauptgame und wenn man sich sagt, ich möchte irgendwie mehr Content machen, dann eher so Endgame-Zeug. Dass man dann sagt, so. Hauptstory eben. Wie war das mit Assassin's Creed? Eigentlich ist ja. Bei Assassin's Creed ist ja durchaus Mut zum kurzen Spiel da. Ja. Wenn man sich auf die Hauptstory fokussiert, ja. Ja. Und Assassin's Creed spiele ich ja ehrlicherweise vor allem für die Locations jeweils. Ja. Um mal zu sehen, wie sah es denn in London. Also. Wie könnte es da mal ausgesehen haben? Ja, ja. Oh, sehr schön, du kannst dir sogar gleich. Du bist, glaube ich, unverwundbar mit dem. Ah, das auch noch. Das ja, mit dem Goldenen bist du unverwundbar. Sag ich jetzt einfach so, mal gucken, ob es stimmt. Was war das? Aber wenn ich dich so spielen sehe. Ich bin wirklich traurig darüber, dass wir letztes Jahr Turtles nicht mit aufgenommen haben. Ja, das ist wirklich schade, weil das. Das war auch ein kurzes Spiel. Ja. Das war auch Mut zum kurzen. Das haben wir auch auf einmal an einem Abend. Genau. Oh! Gut, dann sind wir da beide gleich gewesen an der Stelle. Finde ich schön. Ich muss mich ja auch drüber freuen, dass ich an manchen Stellen. Zumindest nicht wesentlich schlechter war. Genau. Leckmuschel. Oh. Ja. Ja. Ja, zu hoch. Aber du kannst von unten eigentlich. Achso, nee, du kannst nicht immer von unten ranspringen. Ja. Oh. Ja. Wer war das? Ich wäre dann doch nochmal dafür. Also wenn du dann da durch bist. Was denn? Das war dann doch nochmal Conquest. Oh, yeah. Ein bisschen weitermachen. Solange da nichts dagegen spricht. Spricht nichts dagegen. Okay. Aber wir haben doch festgestellt, das ist Müll. Nein, natürlich. Also. Irgendwie, ich hab den ganz schnell gemacht, weiß ich noch. So kann man ihn langsam machen. Das ist die eigentliche Art, wie man ihn machen soll, wahrscheinlich. Oh. Ja. Also immerhin 3 Treffer. Das sieht sehr gut aus. Oh, was? Weiß nicht, wie das jetzt funktioniert hat, plötzlich war er weg. Na gut. Also, du hättest, glaube ich, auch auf schwer spielen können. Nee, ich glaube nicht. Das schwer, ja, glaube ich, nur 3 und 2 sind, glaube ich, ja schon weg, oder? Ja, und jetzt kommt auch noch das Level. Den Level habe ich, das Level habe ich mit Google verbracht, deswegen habe ich da überhaupt nicht gesehen, um was es hier eigentlich geht. Das ist sehr gut, das ist, dann bin ich doch mal gespannt, wie du da drauf reagierst. Also bisher wahrscheinlich genauso wie ich. Du nimmst haufenweise Items nicht mit. Ja. Oh. Das ist mir auch passiert dann. Also, das weiß ich nicht, aber
Was? Fuck now? Oh, das ist natürlich gut, wenn du jetzt einfach wartest. Achso, nee, wahrscheinlich geht das jetzt nicht. Doch, nee, das... Ach doch, doch, du bist jetzt gerade wieder ins Spiel gekommen und die sind auch direkt ins Spiel gekommen, ne? Was denn? Oh, den habe ich auch nicht bekommen vorhin. Oh Gott, wie ging der denn? Ach so, ja, du musst den treffen, wenn er hochspringt. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie ich den geschafft habe. Wenn es gut läuft, geht das auch mit dem Schlag, aber schwierig. Ja! Ja. Irgendwie denke ich immer, wenn ich von unten komme und ich da bin, dann ist ja wie wenn ich draufsteige, aber das funktioniert nicht so in diesem Spiel. Ja. Oh. Schon wieder die Goldvariante. Ja, hab ich jetzt gut. Also den Knopf nicht. Ja, aber du hast einen One-Abgleich. Yay. Oh. Gluck, gluck, gluck. Fast das nächste One-Up. Und wie war der? Der war easy, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht mehr, was ich an ihm genau gemacht habe. Aber ich habe ihn sehr schnell runtergehauen gehabt. Oh! Draufhüpfen ist der Hack. Draufhüpfen? Weil dann macht er so drrrr und dann ist vorbei. Gut. Nice. Hallo Joey. Hi Joey. Und Joey, nicht vergessen, es könnte eventuell dein Hinterteil im Internet landen. Dann, wenn Joey falsch durch die Kamera läuft, muss ich das auf einer anderen Plattform hochladen. Gut, dass du so ein Tausendsasser bist und so viele Accounts hast. Ja, ein für alles. Nicht nur Twitch, nicht nur YouTube. Ich habe auch einen für X-Videos mit AX geschrieben. X-Videos. Ach, ich wollte eigentlich einen Roboter nehmen. Ja. Oh Gott, das Video ist. Ja, da kann man doch irgendwie nach oben dann. Also wenn man das schafft. Ah, ich vergesse immer, dass ich hüpfen muss und nicht stehen bleiben darf. Und hoch! Ja! Aber dann... Schade. Ha! Da geht's nicht mehr los. Ja! Glücklicherweise doch nicht. 22, ich habe gekostet. Das kann gut sein. Aber ich würde trotzdem noch meinen, du bist auf einem besseren Weg als ich, was den... Schaffen ist das... Ja, die Komplettierung des Spiels angeht. Fuck. Oh. Oh. Willst du jetzt mal den Gaschstaff? Jo, ja, also so geht's ja auch am Ende. Na? Oh. Oh. Was war denn jetzt nochmal der... Ach, der Pinguin. Der Pinguin, der war ja nun nicht so... Brüder. Da kannst du wirklich in der Mitte einfach stehen und dann... Ah, fuck. Oh.
Achso, naja, nee, stimmt, weil er so hoch springt dann noch. Aber. Das war jetzt wirklich so. Ja. Der Pinguin ist jetzt nicht unbedingt der Boss aller Bosse. So, und jetzt, wo wir wissen, wo ich mit den Händen aufhören kann, sollte das auch machen. Ja, ach, jetzt kommen wir erstmal erst weg. Ja. Ja, das ist. Damit geht's auch. Solange die Dinger nicht explodieren, bist du fein raus, ja, aber. Oh. Ja. Ja. Oh, cool. Top. Jetzt nur noch. Oh. Vielleicht ist es ja wirklich so. Fuck! Oh. Wieso kommt denn die rechte Hand nicht mehr? Ich bin zur linken. Und jetzt kommt die linke. Oh, oh. Yay. Das ist aber auch beschissen, ey. Solange ich hier schon bin, habe ich genau einen Treffer bisher. Ja. Oh, wie weit die auch. Da kann ich sie noch einfach sparen. Weg von den Pumpen. Ja. Das meinst du jetzt auch nicht schon. Ja, ich bin schon am überlegen, ob ich beim letzten Continue einfach mal den Controller greife. Sieht man denn, wann das letzte Continue ist? Ich weiß es gar nicht, ob man es überhaupt sehen kann. So. Ja. Ja, wenn man in so einem Rhythmus ist, dann geht's plötzlich, ne? Ja. Da reinkommen muss. Oh. Fuck. Ups. Und da zwei noch. Ja. Ich wollte immer die Bombe weg. Du bist leer am Ende zumindest so oder so gewesen als ich. Und jetzt Phase 3. Das war ja Phase 3, wenn man die verschwand die Welt vom Aquarium wieder im Meer. Ah. Okay, komm, das ist Story Bach. Dr. Hangios Pläne, nicht etwa Dr. Wilys Pläne, wurden zerschlagen. Zerschlagen trifft's. Bei Mega Man haben sie zerschossen worden. Ach ja. Ja, aber du hattest, der Dr. Hanyo hat am Ende nicht hier so gemacht. Und auch nicht ist er vorher mit seinem UFO weggeflogen und hat seine Augenbrauen. Oh, oder soll ich mal schnell auf Steam Unearthed kaufen? Unearthed? Das müsste dir doch bekannt sein. Wir haben es auf deiner, ich glaube, PlayStation 4 gespielt. Meinst du wirklich das, was ich im Kopf habe? Ich meine, was du im Kopf hast. Ja, von mir aus. Können wir auch das machen? Also, wäre jetzt auch nicht so lang, ne? Wie lange habe ich das denn gespielt? Also es hat nicht lange gedauert, bis wir durch waren. Ja. Es war ein bisschen verbuggt zum Ende hin bei dieser Autoszene, aber es war ein durchaus sehr lustiges Spiel. Anderthalb, zwei Stunden würde ich sagen. Das ist so Superman 64 Vibes. Ja. Oh, eine Schlupfsterne. Na dadurch, das Ding ist ja, es ist ja eigentlich episodisch gewesen, von daher... Es wird aber nie weiter episodiert. Ja, ich finde das echt schade, dass zu Unearthed, ja. Dass zu Unearthed keine weitere Episode kam. Ich hätte es gerne weitergespielt. Ja. Ich finde, das ist ein Meilenstein der Spielgeschichte gewesen. Ma für März. Nicht etwa Ma-Erz? Ma-Erz, ja! Oder ich würde sagen, wir heben uns nochmal Unearthed auf. Nochmal ein Stück weiter raus.
bis es wieder so wenig in unserem... Also, bis wir vergessen haben, dass wir es gespielt haben. Ach, das kann ich nicht vergessen. Was da aber cool war, war der Soundtrack. Den fand ich nicht schlecht. Der Soundtrack von Unearthed? Echt? Den habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber... Der war ganz cool. Oh. Hier ist die Story. Mhm. Welche Fischmenschen. Ja, die... Dr. Hanyo und seine Crew. Captain Baloo und seine Tollkuhle. Ja, die planen, die Welt zu übernehmen. Tja. Ja. Ach, diese 16-Bit-Animations-Cutscenes. Ich finde das so schön. Ja, die Story ist aber sehr ausgefeilt. Böse Wesen kommen aus dem Meer, wir schlagen sie tot. Ende. Ja. Mehr brauchst du an Story ja auch gar nicht für so einen Jump'n'Run. Also ich habe tatsächlich letztens auf in Nintendo Switch Online sind ja die ganzen Game Boy Mega Mans erschienen. Mhm. Ich kannte als Kind nur 2 und 3. Ja. Tatsächlich. Aber auch bei den beiden. Nein! Wir hätten es zu zweit spielen können. Wirklich? Boah! Na, dann ist ja kein Wunder, warum wir auf leicht spielen müssen. Da hätten wir ja mal drüber nachdenken können. Ja, wir haben voll falsch gespielt. Das wäre ja wie Turtles gewesen dann. Ja, ja. Unfassbar. Heiß sind wir dumm. Ja. Nee, das ist jetzt das, was wir spielen das gerade. Ja. Ich habe übrigens einen Luftcontroller. Gut. Ach, schön. Okay. Na gut, dann würde ich mal sagen... Zurückklappt, eingepackt. Ade. Tschüss.